Hallöchen und vielen Dank, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Wenn ihr meinen Kanal abonniert, könnt ihr kein Video mehr von mir verpassen. Ich möchte euch heute Fay, Herz aus Licht und Lava von Katharina Herzog vorstellen und ich wünsche euch dabei viel Spaß. Dies ist ein Einzelband und hierin geht es um Fay. Sie muss eine Woche mit ihrer Mutter nach Island reisen. Ihre Mutter ist nämlich Architektin und muss wegen ihrem Job dahin, weil sie dort Termine hat. Ja, jetzt hat sich Fay auf eine langweilige Woche eingestellt mit viel Lesen. Jedoch kommt alles ganz anders, wie sie denkt. In ihrer ersten Nacht folgt sie bereits ein paar Glühwürmchen, die sie auf eine geheimnisvolle Lichtung führen. Ja, sie lernt die Mythen und Legenden dieses kleinen Örtchens, wo sie dann wohnen, kennen und lüftet sogar Geheimnisse aus der Vergangenheit. Die Erzählweise ist in Ich-Form aus Fays Sicht verfasst. Ich fand den Schreibstil und die Handlung okay. Es ließ sich gut lesen. Außerdem mochte ich die Mythen und die Magie, die hier drin vorkommt, sowie auch die Fantasy-Wesen. Für mich war das eine leichte Erzählung mit schönen Landschaftsbeschreibungen. Jedoch fand ich, waren dieser Handlungsverlauf und die Charaktere eher sehr oberflächlich gehalten. Fay ist mit ihrer Mutter ja gerade mal eine Woche in Island und natürlich muss all das, was passiert, auch in die paar Tage dann gequetscht werden. Das merkt man natürlich auch. Die Beziehungen der Charaktere zwischeneinander sind total oberflächlich. Und sogar die Love Story, das geht mir da viel zu schnell und zu abrupt zwischen den beiden. Das fand ich alles ein bisschen schade. Und Fay an sich mochte ich gerne von ihrer Art her. Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, dass sie selber gar nicht so viel zur Handlung beiträgt. Sie wurde eher mehr so vom Verlauf eben mitgerissen. Ja, und mehr weiß ich jetzt auch gar nicht zu sagen zu diesem Band. Wird wohl eher ein kurzes Video heute werden. Ich gebe auf jeden Fall Fay Herz aus Licht und Lava 3 von 5 Sternen. Da es alles doch ziemlich einfach war, auch wenn das eine nette Geschichte für zwischendurch ist. Ich denke mal, dass diese Story eher eine von denen ist, die mir auch nicht lange im Gedächtnis haften bleiben werden. Ihr könnt mir aber gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr Fay schon kennt und wie es euch gefallen hat. Vielen Dank auch heute wieder fürs Zuschauen und bleibt schön gesund. Eure Rena. Tschüss.